Willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal und es gibt mal wieder einiges rund um Hertha BSC zu berichten. Das heißt, es ist mal wieder Zeit für eine weitere Folge Hertha News und ich denke mal, das Thema dieses Video, das steht auch schon fest. Es geht nämlich um Fabian Reze und seine vollkommen aus dem Nichts kommende Vertragsverlängerung und ich würde sagen, verlieren wir gar nicht so viel Zeit und sprechen wir genau über dieses Thema. Hertha BSC hat vor knapp 30 Minuten auf Instagram und auf Twitter Folgendes bekannt gegeben. Fabian Reze verlängert vorzeitig seinen Vertrag bis zum Jahr 2028. Und was ist das bitte für eine geile Nachricht? Ich habe damit im Leben nicht gerechnet. Zuerst hat der Hertha auf Instagram dieses Video hochgeladen, bei dem Fabian Reze sich verbeugt hat und darunter getitelt wurde, Dank für den Einsatz, Fabi. Und ich dachte, was ist das denn? Entweder die Social-Media-Abteilung erlaubt sich hier einen Spaß oder sein Abschied wird verkündet. Ich habe gar nicht in Betracht gezogen, dass hier eine mögliche Vertragsverlängerung verkündet wird. Und dann 10 Minuten später hat Hertha BSC es aufgelöst. Und Fabian Reze verlängert tatsächlich seinen Vertrag bis zum Jahr 2028. Und ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Einfach richtig geil. Fabian Reze ist mit Abstand unser bester Spieler. Offensiv ist er nicht mehr wegzudenken. Ist er mal nicht eine Offensive, kannst du es vergessen, was bei uns abgeht. Er ist unser bester Spieler. Auf und neben dem Platz. Neben dem Platz, in Podcasts, in Interviews, wie er sich verhält. Das ist einfach geisteskrank. Man hat ihn als Fan wirklich in sein Herz geschlossen und ich bin nicht der Einzige. Fabian Reze ist gefühlt mein absoluter Lieblingsspieler, denn er identifiziert sich voll und ganz mit Stadt und Verein. Er lebt Berlin und das merkt man in seinen Instagram-Stories, in der Art und Weise, wie er sich verhält. Und das macht ihn so unglaublich geil. Auf dem Platz lässt er sein absolutes Herz liegen, zeigt in jedem Spiel absolute Leidenschaft und ist einfach auch wahnsinnig schnell technikbegabt. Und dann hat man halt so geile Spiele wie gegen Magdeburg, wo er einfach mal wieder einen Doppelpack erzielt. So, ich meine, das ist ja nicht das erste gute Spiel von ihm gewesen. Auch die Spiele davor, die waren top. Das Hamburg-Spiel. Er hat sich mit diesem Hamburg-Spiel, mit diesem Legendenspiel wirklich ganz, ganz nach oben geschossen. Er hat ja uns quasi im Alleingang ins Pokal-Viertelfinale geholt, wo er ja leider nicht ganz fit war. Und von daher bin ich so froh, dass er verlängert. Und bis 2028... Das ist ein Ausrufezeichen. Und wie hat Hertha BSC geschrieben auf Instagram? Fabian Reze hat einen Traum. Und sein Traum ist es, mit uns aufzusteigen. Und ich hoffe so sehr, dass das gelingt. Wir müssen uns das Ganze natürlich nochmal etwas differenzierter anschauen. Ich denke mal, jetzt da auch der Vertrag verlängert wurde, könnte auch eine Ausstiegsklausel in diesen Vertrag integriert worden sein. Ich denke mal, das wäre auch an sich schlau. Aber ich denke mal, die Wahrscheinlichkeit ist richtig groß, dass er nächstes Jahr bei uns spielen wird und das unabhängig von der Liga-Zugehörigkeit. Aber das sind sowieso jetzt von mir erstmal nur Spekulationen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er nächstes Jahr bei uns spielt. Sollten wir in 2, 3 Jahren immer noch nicht aufgestiegen sein, denke ich mal, wird er irgendwann wechseln. Aber dass er jetzt verlängert hat, Wahnsinn. Dank der Vertragsverlängerung hat ja Hertha BSC jetzt auch, wenn man jetzt in Ablöseverhandlungen reingeht, natürlich auch die deutlich bessere Position, denn er ist ja länger an uns gebunden und das ist ja nochmal geiler. Ich muss sagen, Fabian Reze, bisher die Entdeckung der Saison und der mit Abstand beste, aber eigentlich auch einzig gute Bobic-Transfer. Und ich sag mal auch so, wie es ist, ich habe mir bisher in meinen 7, 8 Jahren oder 6 Jahren, in denen ich jetzt Hertha-Fan bin, noch kein Trikot mit Flock geholt. Aber am Anfang dieser Saison habe ich es getan. Ich habe mir den Vlog von Fabian Reze geholt und ich werde es im Leben nicht bereuen. Ich sag mal so, wie es ist. Ich habe es geahnt. Man hat es ja schon in seinen Kieler-Zeiten gesehen, dass er ein sehr loyaler Spieler ist, der sehr viel Leidenschaft zeigt und zudem auch noch richtig schnell, gut und torgefährlich ist. Aber dass er diese Entwicklung bei uns so voranschreitet, nicht mehr wegzudenken ist und einfach ein absoluter Stabilisator der Mannschaft ist. Damit hätte ich nicht gerechnet. Fabian Reze ist der Schlüsselspieler bei uns im Team, der Vizekapitän und einer, der Verantwortung übernimmt, der sich auch ins Interview hinstellt und sagt, ja, ist scheiße gelaufen. Einer, der fordert und der alles rausholt und ich finde es einfach geil, dass er bei uns verlängert. Ich muss sagen,
am meisten, was mich auch noch dran freut, freut es mich, diesen ganzen Bundesliga-Verein den Mittelfinger zu zeigen. Vielleicht können sie ihn zwar doch irgendwann holen, aber dass erstmal die Gerüchte und Spekulationen aus dem Rennen sind, das macht mich sehr glücklich. Für mich ein geiler Fußballer, ein Fußballgott, schon fast für Zweitliga-Verhältnisse, ein Spieler, ein cooler Mensch. Geil, dass er bei uns ist. Und solche Typen brauchst du auf dem Platz. Aber was haben wir denn bitte für einen geilen Kader eigentlich? Wir haben mit Fabian Reese einen richtig geilen Flügelspieler. Wir haben mit Pascal Clemens ein richtig geiles Talent. Martin Dardai, Tjaak Ernst haben wir im Tor. Wir haben mit Karbovnik einen immer besser werdenden linken Verteidiger, der mit Fabian Reese zusammen meiner Meinung nach die beste linke Seite der Liga abbildet. Wir haben mit Jonjo Kenny, ja, einen coolen Rechtsverteidiger. Wir haben mit Bouchalakis den griechischen Busquets. So, ich sag es mal so, wie es ist. Obwohl wir jetzt eine kleine Schwächephase hatten zwischen dem Spiel gegen Fortuna Düsseldorf und dem Kaiserslautern und Hamburg-Spiel, sage ich, dass dieser Kader richtig geil ist und Spaß macht auf mehr. Ich möchte mehr von diesem Kader sehen, von dieser Leidenschaft, von diesem Fußball, den wir spielen. Auch wenn nicht alles perfekt ist und auch wenn nach dem Hamburg-Spiel die Welt richtig beschissen war, ist sie jetzt 2,5 Wochen später wieder richtig geil. Wir haben wieder 6 Punkte geholt, unser bester Spieler hat verlängert, die Welt ist wieder geil. Ich weiß noch, nach dem Hamburg-Spiel habe ich hier im Video gesessen und gesagt, ach scheiß drauf, Fußball, ach es bricht wieder und wieder nur Trauer und wieder nur Frust. Jetzt 2,5 Wochen später ist die Welt wieder in Ordnung und sie wird wieder besser. Und am Samstag gegen Eintracht Braunschweig kann man sie noch besser machen. Das Einzige, was ich jetzt rund um der Vertragsverlängerung hoffe, ist, dass es nicht so ein Ding ist wie bei Mittelstädt. Mittelstädt hat auch irgendwann im Februar oder im Januar seinen Vertrag verlängert, um dann im Sommer die Biege zu machen mit einer richtig geringen Ausstiegsklausel. Aber das war sowieso Bobic. Das war Bobic Endlevel, diese Vertragsverlängerung. Also, das muss man sagen. Ich hoffe, dass es nicht so ein Mittelstädt-Move ist. Ansonsten, die Reseverlängerung. Geiler Typ, geiler Spieler, aber irgendwie, ich kann ihn mir auch derzeit und auch im nächsten Jahr nicht in einem anderen Trikot vorstellen. Das, was er bei uns zeigt und wie er sich rund um den Verein gibt, ist sehr einzigartig und das hat man selten bei Spielern hier. So, für mich, jetzt als Fan, der noch nicht so lange Fan ist, weil ich auch noch recht jung bin, ist das ein Spieler, der zur Legende werden kann. Absolut. Einfach nur die Art und Weise, wie er sich verhält, wie er spielt, mit was für einer Leidenschaft er spielt. Dass er in jedes Duell reingeht, dass er auch in der 120. Minute gegen den Hamburger SV hoch und runter sprintet und irgendwie alles rausholt. Das macht ihn sehr, sehr geil, muss ich sagen, als Spieler. Und ich bin sehr froh, dass er hier bei uns ist und hoffentlich noch länger bei uns ist. Wie gesagt, Ausstiegsklausel gucken wir uns in den nächsten Wochen an, ob da irgendwelche Informationen hervorkommen. Ja, müssen wir dann mal schauen. Möglicherweise, wenn er so weitermacht, dann werden ihn wahrscheinlich trotzdem irgendwie Erstligisten oder vielleicht Europa League Teilnehmer haben wollen. Und da müssen wir schauen, wie dann die Entwicklung aussieht. An dieser Stelle bin ich erstmal sehr froh, dass er bei uns verlängert hat. Und ich freue mich riesig. Ich habe mich, glaube ich, noch nie so sehr über eine Vertragsverlängerung gefreut. Aber schauen wir mal, ob er wirklich noch nächsten Sommer bei uns ist. Aktuell gehe ich davon aus, aber so richtig glauben werde ich es erst, wenn der 31. August oder so abgelaufen ist und er wirklich hier bei uns bleibt. Aber dass er auch in der zweiten Liga nächste Saison bei uns spielt, das macht mich sehr, sehr glücklich. Und ich hoffe, dass er hier bei uns seinen Traum verwirklichen kann und mit Hertha BSC in der Bundesliga spielen kann und aufsteigen wird. Ich bin sehr gespannt. Ich bin auch ehrlich mit euch. So eine Vertragsverlängerung, das gibt doch jetzt immer einen Boost für das ganze Team. Ich meine, ich als Fan bin gehypt auf die nächsten Spiele. Das Team wird es auch sein. Vielleicht eine kleine Serie jetzt mal starten und dann steigen wir auf. Okay, gut. Wieder zu viel geträumt. Wieder zu viel. Egal. Gucken wir, was noch passiert. An dieser Stelle war es das mit diesem Video. Schreibt ganz gerne eure Gedanken dazu unten in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, ihr wisst, was zu tun ist. Like gerne dieses Video. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, damit ihr auch in Zukunft nichts mehr rund um Hertha BSC verpasst. Wir sehen uns morgen zu einem Vorbericht zum Spiel gegen Eintracht Braunschweig wieder. Bis dahin. Genießt den Abend. Schönen Tag euch noch. Und ciao.